Wir haben hier wieder jede Menge Schulfüller und unser Handmodel hier, so bezeichnete er sich eben. Er wird jetzt die Füllhalter testen und vorher immer zeigen, welchen er nimmt. Und zwar rechts die, jetzt ja, genau, pack den ersten hier hin, rechts die noch nicht getestet sind, links kommen die. Die schon getestet sind. Genau, okay, dann leg los. Welchen Füller hast du jetzt hier? Erlitz. Erlitz, genau. Mein Pen. Okay, und was wirst du schreiben? Hallo. Nee, schreib doch mal, was du eben gesagt hast. Okay, ja. Ich schreibe LOL. Ja. Also der schreibt einigermaßen gut, aber ja, also es gibt bestimmt auch bessere. Dann nehme ich jetzt diesen hier von der Marke Pelikan. Genau, was hast du jetzt hier? Ja, perfekt. Der schreibt noch besser als der letzte eben. Ja? Ja, lass ihn mal zeigen, weil wir das Ding auch gut ja, sehen. Der den kann man auch gut in der Hand halten. Oh. Also. Gefällt dir gut, oder? Ja, der gefällt mir gut. Okay. Was haben wir jetzt Schönes? Unterschied ist der, das ist der für Rechtshänder, der ist für Linkshänder. Aber man kann man natürlich mit beiden schreiben. Also einmal für Rechtshänder und einmal für Linkshänder. Aber schreib mal beide mal mit rechts. Aber guck mal, ob das wirklich was nützt, ob es für Linkshänder ist. Okay, ich versuch's. Hier so sieht er aus. Ja, okay, bei dem muss man ein bisschen doller aufdrücken. Ich versuche jetzt mal den anderen. Genau, der. Na, wegen dir. Du siehst, merkst du? Gucken wir uns gleich mal an, woran das eigentlich, was eigentlich der Unterschied ist. Bei dem muss man nicht so doll aufdrücken. Also ich merke jetzt auch nicht so richtig, dass der für Linkshänder ist. Okay, dann halt es doch gleich mal so hin, dass man sehen kann, wo eigentlich der Unterschied ist. Das ist ja eigentlich das Griffstück. Halt mal beide nebeneinander. Ah ja, das Griffstück sieht anders aus. Hast du beide so, dass man sieht von der Kamera? Ja, das eine ist dicker, also. Oder sieht es nur so aus? Ja, an der unterschiedlichen Seite abgeplättet, ne? Also auch an der unterschiedlichen Seite ab. Der eine hat die Fläche rechts und der andere hat die links. Ja. Und. Aber die Feder ist uns leid, ne? Ja, die Feder ist gleich. Okay. Und jetzt siehst du was hier bei diesem, wofür sind die Löcher da? Zum Auswechseln? Nee, da sieht man immer, ob die Patrone drin ist und ob sie noch voll ist, siehst du? Ah, ja. Ne? Siehst du? Ist doch ganz praktisch, das ist bei den anderen ja nicht gewesen. Ist das nicht eine gute Idee? Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. So, das ist das Tintensicht. Siehst du? Jetzt habe ich hier so ein. Das ist von Big. Von Big. Das ist die Firma, die normalerweise so Feuerzeuge und so weiter herstellt. Und? Ja, den kann man. Schreibt der?
Der schreibt auch ganz gut. Wie liegt deine Hand? Der liegt eigentlich ganz gut in der Hand. Aber hier gibt es auch die Abschussrampe. Ja, so wird er, so wird die Patrone reingepackt, ja. Ja, und den mag ich gerne, weil man damit auch gut spielen kann. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich der bekannteste Schulfüller, das ist der Pelicano vom Pelikan. Jetzt probieren wir mal, wie der zurechtkommt. Ja, aufziehen. So. Ja, der geht ein bisschen nicht ganz so leicht auf. Und wie schreibt er? Schreibt auch ganz gut, aber man hat immer so ein Kratzgefühl dabei, ja? Ein bisschen. Genau, den kannst du dann zu hinterher nochmal sagen, welcher denn von allen am besten geschrieben hat. Ne? Okay. Ja. Das war also der Pelicano. Jetzt habe ich hier so ein. Das ist noch ein anderer von wie heißt die Firma? Von Herlitz, Meister. Herlitz, ja. Hm? Ja, der liegt auch ganz gut in der Hand. Frage ist jetzt nur, ob der schreibt. Ja, der schreibt auch gut. Hat man auch ein bisschen das Kratzgefühl dabei, aber ja, der ist trotzdem ganz gut. Jetzt kommt der von Stedler. Und ja, hier der schreibt um einiges besser, liegt auch gut in der Hand. Und siehst du, was also, ist hier das Fenster wieder da? Da ist so ein auch so ein Fenster, damit man gucken kann, ob die Patrone drin ist und voll ist. Mhm. Dann ist hier noch so einer von. Der ist auch von Pelikan. Ja, von Pelikan. Ganz durchsichtig. Ja, den, da kann man auch gut sehen, ob die Patrone voll oder leer ist. Hier hat man auch, damit der hält, auch zwei drin. Also das ist auch praktisch, wenn man jetzt einfach eine wechseln möchte. Mhm. Der muss man auch ein bisschen doller drauf drücken, weil wenn man einfach so schnell eine Linie zieht, dann kann der schon so ein bisschen einfach eine ganz schwache Linie kommen. Okay. Ja, hier ist nochmal die Feder. Ja, dann habe ich hier noch einen von Lami. Ja. Hier nochmal die Feder und ja, teste immer wieder. Oh, der schreibt auch ganz gut. Sieht auch gut aus. Liegt auch gut in der Hand eigentlich. Okay, ja. Dann kommt jetzt hier von Mappede ein ganz klitzekleiner. Sieht aus wie ein Vorschulschreiber, aber. Ja, bei dem muss man auch ein bisschen drücken. Hat ein lustiges Muster. Aber liegt auch gut in der Hand. Ja. Und. Hey, und. Ja, der hier nochmal die Feder. Ja. Dann ist hier noch einer vom Pelikan. Mhm. Okay, ja, der
schreibt nicht so gut. Da kann man auch, also am Anfang kommt er auch nicht so ganz eine Linie. Ja, hier seht ihr nochmal die Feder, ist diesmal ein bisschen eingepackt. Also, ja. Okay, und hier ist ein Rotring. Hat er auch einen roten Ring? Ja, so ein roter Ring hier. Die Feder ist viel dicker. Mal gucken, ob der auch gut schreibt. Jetzt habe ich Lage geschrieben, aber der ist irgendwie ungewohnt zu schreiben, weil das einfach auch ganz anders gegriffen wird, so, weil der ist weiter hinten hier das Teil, deswegen. Liegt der gut in der Hand oder nicht? Ja, der liegt gut in der Hand, ist einfach nur ungewohnt ein bisschen. Und der schreibt auch gut. Okay, ja, dann legst du da nochmal alle hin, dass wir sie nochmal sehen, was du hier getestet hast. Man kann sagen, im Großen und Ganzen warst du eigentlich mit allen zufrieden, oder? Ja. Aber am besten fand ich, ja, muss ich mal überlegen, eigentlich den hier vom Pelikan. Mhm. Der hat auch so eine lustige Form. Mhm. Ja. Okay, muss ich hier mal weiter enthalten. Genau, so. Ja, genau. Den fand ich eigentlich am besten von dem Ganzen. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Und du sagst nur noch schnell. Ciao.